Hallo Leute, da bin ich wieder, ein Let's Play von Kingdom Hearts. Schon Weile her, aber naja, oder jetzt. Wir haben noch zwei Welten vor uns, die wir heute fertig machen. Die machen wir heute fertig. Und welche Welt geben wir zuerst? Wir lassen den Zufall entscheiden. Ich mache meine Augen zu und drücke einfach auf A. Atlantica ist die erste Welt. Oh mein Gott, sie können unter Wasser stehen. Oh mein Gott, sieht ja aus wie aus dem Meeresgrund. Ja, stimmt. Und wieso können wir atmen? Keine Ahnung, vielleicht hat uns jemand den Zauber belegt. Ja, wie Luft zu atmen. Ist ja wie Luft zu atmen. Aber das ist keine Luft. Seht ihr, jemand schwimmt auf uns zu. Falls euch jemand fragt, ihr habt mich nicht gesehen. Was? Ich kann euch jetzt nicht erklären, aber bitte verratet niemanden was. Was ist denn da so schön? Ach, das ist gar nichts. Nichts. Vergessen, ihr habt mich nicht gesehen. Sie hat was verborgen. Was könnte das gewesen sein? Schlüssel jetzt am Beginn zu halten. Atlantica! Gucken wir mal die Herzlosen an. Machen wir für jeden Level. Okay, ich würde nicht mehr die Fähigkeit benutzen, das war jetzt Reflexe. Ah ja, ich habe ja mein Deck umgebaut. Letztes Mal. Okay, in dieser Welt werde ich sehr viel leveln. Aber bisher sind noch keine Gegner, die scheiße sind, so wie Andu-Rampen oder Defenders. Gucken wir uns noch die zweiten Gegner noch an. Das ist eine super Welt, hier kann man schön leveln, wie es aussieht. Und wir werden nachher auch schön leveln, aber erstmal immer weiter. So, eins wollen sie haben. Eins. Guckt euch den Selbstmordraum an, die allmächtige Dunkelheit. Oder die gnadenlose Dunkelheit. Oder. Guck mal unser Premium-Raum an. Wenn wir schon mal einen haben, können wir nochmal aktivieren. Oh ja, ich will jetzt den Premium-Raum. Jetzt kämpfe ich hier und kriege dann Premium-Karten. Und ihr habt gerade das P gesehen, was eingesammelt habe, oder? Wenn ich, guck mal genau hin, spuck ein bisschen zurück und dann seht ihr das P, was ich eigentlich damit habe. Das Premium P.
Das heißt, gleich werde ich eine Premium-Karte kriegen. Mein Gott, wir sind das hier noch. Der mich auf Fisch. Jetzt seht ihr die Premium-Anzeige hier. Das Roulette dreht sich. Und ein Heroes wurde zu einer Premium-Karte. Sogar nur eine Karte. Oh, da krieg ich Kartenpunkte. Geil. Und ich hab eine Stufe gestiegen. 10 Kartenpunkte mache ich, dass ich auf 700 KP komme. Oh, Scheiße. Na gut. Da ist noch ein Premium-P, den ihr gesehen habt. Bei jedem Kampf kriege ich jetzt einen Premium-P-Clover. Und die geben eben besonders viele Expertenpunkte. Glaube ich zumindest, dass sie mir geben. Mit jedem Ort 100 Punkte hier. Na gut. Auf jeden Fall gibt alle jetzt Premium-P hier. Naja, auf jeden Fall werde ich gleich erstmal hier. Ein bisschen leveln. Bewachter Schatz. Herzbrecher wurde zu Premium-Karte. Na gut, weiter jetzt. Bin ich nachher zurück, wenn ich levele. Nehmen wir die Karte hier und weiter geht's. Ah, eine Krone. Das ist der Endbossraum. Guck, was ist da oben oder erst nach da unten? Nehmen wir da oben. Und ein Stück Nesien. Oh Mann, der Port ist schon vorbei. Verdammt. Wir haben nichts viel erreicht. Eigentlich gar nichts eigentlich. Nur ein bisschen Premium-Karten gesammelt. Naja. Mal eine Nuller-Karte setzen. Du, du, du. Ah, so richtig. Allmächtige Dunkelheit, weg mit dir. Das schaffen wir jetzt noch. Und Schlüssel des Anbeginns aktivieren. Und da sehen wir Sebastian, die Krabbe. Oh weh mir. Stimmt was nicht? Was liegt an allen im Argen. Was, das sieht alles im Argen. Das magische Dreizack des Königs wurde gestohlen. Also Antika ist verloren. Und
Noch dazu ist die Prinzessin am Herd verschwunden. König Triton ist krank vor Sorge und will seine Gemächer nicht verlassen. Ariel ist verschwunden? Ariels Freund Fabius wüsste, wo sie ist. Aber er ist auch verschwunden. Oh mein Gott. Moment, haben wir Ariel nicht gerade gesehen? Ja, aber sie wirkte gar nicht erfreut, uns zu sehen. Hatte sie nicht irgendwas bei sich? Als wir begegnet sind. Könnte das nicht der Dreizack gewesen sein? Weiß, vielleicht. Und dann hat sie ihn ja Ariel gestohlen. Dafür müsste es eine Erklärung geben. Ariel, wo steckst du nur wieder, wenn dir was zustößt? Das ist alles meine Schuld. Bastian, du bist der mieseste Aufpasser der Unterwasserwelt. Ja, Krabbe, das hast du alles angetan. Und was weggelaufen ist, weil ich so ein Norkler war, kriegst du überhaupt nicht verbannen. Oh, feier. Ja. Er wurde aus seiner Schale fahren, wenn er wüsste, dass er hier den Dreizack hat. Dann müssen wir selbst der Sache auf den Grund gehen. Schlüsselvorziehung. Also eine Schlüsselvorziehung müsst ihr. Nicht bei den Gegnern sein, nicht bei den... Oh Mann. Ich hatte keine Gegner. Oh, rausgekommen. Also wir sehen uns dann nachher, wenn ich hier vor dieser Tür stehe, wieder. Ja, und hier stehe, sehen wir uns nachher gleich wieder. Und ich will ein bisschen leveln, wie gesagt. Na, ich mache einmal Monster noch platt mit euch. Die Zeit bleibt ja noch. Ja, und jetzt beendet den Part. Bis dann später.